Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal Hetman Software. Erfahren Sie, wie Sie Backups von virtuellen Maschinen und RSSI-Systemkonfigurationen einrichten. Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen oder einen gelöschten Internet-Browser-Verlauf anzeigen oder wiederherstellen möchten, können Ihnen die Programme von Hetman Software helfen. Rufen Sie den Link in der Beschreibung auf, laden Sie das benötigte Programm kostenlos herunter und installieren Sie es und führen Sie dann eine Festplattenanalyse durch. Die Dienstprogramme zeigen die zur Wiederherstellung verfügbaren Daten an, sodass Sie diese anzeigen und abrufen können. Auf unserem Kanal und Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem, von der Installation des Systems über die Konfiguration und Behebung von auftreffenden Problemen und Fällen bis hin zur Optimierung des Betriebs mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu unseren Videos oder Artikeln. Virtualisierungsserver spielen in den heutigen IT-Systemen eine Schlüsselrolle, um ein Datenverlust kann für ein Unternehmen eine ernsthafte Herausforderung darstellen. In unserem heutigen Video gehen wir nicht nur auf die Bedeutung von Backups ein, sondern zeigen Ihnen auch, wie Sie den Prozess effizient und automatisiert gestalten können. Auf virtuellen Maschinen werden oft wichtige Informationen wie Datenbanken, MyServer, Veranwendungen und vieles mehr gespeichert. Ein Datenverlust kann schwerwiegende Folgen haben, zum Beispiel Geschäftsausfälle, verlorene Kunden und sogar rechtliche Probleme. Mit Backups können virtuelle Maschinen nach Fehlern oder Abstürzen schnell wiederhergestellt werden, sodass die Ausfallzeit des Systems minimiert wird. Dies ist besonders wichtig für Geschäftsprozesse, die eine ständige Verfügbarkeit erfordert. Wenn Sie Änderungen an der Systemkonfiguration vornehmen, Software aktualisieren oder Patches einspielen, besteht immer das Risiko von Problemen. Mit Backups können Sie bei fehlgeschlagenen Aktualisierungen auf Ihre Systemzustände zurückgreifen. Backups erleichtern die Migration auf neue Hardware oder die Skalierung der Infrastruktur. Sie können virtuelle Maschinen problemlos auf neuen Server oder in Cloud-Umgebungen wiederherstellen. Die Datensicherung und die Sicherung der Systemkonfiguration sind zwei wichtige Bestandteile einer Systemstrategie für die Informationstechnologie. Datensicherung konzentriert sich auf die Erhaltung und Wiederherstellung der tatsächlichen Daten, die auf dem System gespeichert sind. Dabei kann es sich um Dateien, Datenbanken, Multimedia-Inhalte und andere Informationen Bestände handeln. Sicherung der Systemkonfiguration konzentriert sich auf die Erhaltung der Systemeinstellungen und Parameter, einschließlich der Konfiguration des Betriebssystems, der Anwendungseinstellungen, der Sicherheitseinstellungen, Netzwerkeinstellungen und andere Parameter, die die Funktionalität und Struktur des Systems definieren. Betrachten wir zunächst den Prozess der Backup der RSSI-Hypervisor-Konfiguration. Der einfachste Weg, ein RSSI-Host-System zu sichern und wiederherzustellen, ist die Verwendung spezieller PowerCL1-Tools gemäht. Für diese Sicherungsmethode müssen Sie FS-Share PowerCL1-Erweiterung installiert haben. Ich zeige Ihnen, wie Sie ein Backup auf einem Windows-PC erstellen, die über das Netzwerk mit dem Host-System verbunden ist. Stellen Sie zunächst sicher, dass Sie PowerCL1 installiert haben. Führen Sie PowerShell als Administrator aus und führen Sie dann diesen Befehl zur Installation aus. Installieren Module Name VMware PowerCL Force Allow Clover. Als nächstes müssen Sie eine Verbindung zum Host herstellen, indem Sie den folgenden Befehl ausführen. Hier müssen Sie die IP-Adresse des Hosts angeben. Um die Konfiguration des RSSI-Host-Servers zu sichern, führen Sie diesen Befehl aus. Hier müssen Sie die IP-Adresse des RSSI-Servers und den Pfad angeben, indem Sie die Sicherungsdatei speichern möchten. Bei mir ist es das Laufwerk der Ordner Backups RSSI. Nachdem Sie den Befehl in diesem Verzeichnis, der Backup RSSI, ausgeführt haben, wird eine Datei mit einer Sicherungskopie der RSSI-Server-Konfiguration erstellt. Jetzt haben wir eine Sicherungskopie der RSSI-Server-Konfiguration und im Falle eines Serverausfalls können Sie die Konfiguration mit Hilfe dieser Kopie wiederherstellen.
Führen Sie zum Wiederherstellen den folgenden Befehl aus. Eine Sache, die Sie beachten sollten, ist, dass die Wiederherstellung der ESXi-Konfiguration aus dem Backup aus der exakt gleichen Version von ESXi erfolgen muss, ansonsten ist das Ergebnis nicht garantiert. Für virtuelle Maschinen in VMware, VS Share, gibt es mehrere Möglichkeiten, sie zu sichern. Im Folgenden werden zwei Hauptmethoden vorgestellt. Die Verwendung der Webschnittstelle und die Verwendung von Befehlszeilendienstprogrammen. Für die erste Methode verwenden wir das Webpanel. Öffnen Sie einen Browser und geben Sie die Adresse Ihres ESXi-Host sowie Ihr Administrator-Login und Passwort ein, um sich anzumelden. Wählen Sie auf der Startseite die Registerkarte virtuelle Maschinen in der linken Seitenleiste. Suchen Sie die gewünschte virtuelle Maschine in der Liste, klicken Sie sie mit der rechten Maustaste an und wählen Sie Snapshot erstellen. Geben Sie anschließend einen Namen und eine Beschreibung für den Snapshot ein und klicken Sie auf Snapshot erstellen. Sie können verschiedene Optionen verwenden, um Ihre Snapshots zu verwalten, wie zum Beispiel das Wiederherstellen oder Löschen von Snapshots sowie das Wiederherstellen eines früheren Zustands auf einem Ihrer zuvor erstellten Snapshots. Um die zweite Möglichkeit, einen Snapshot einer virtuellen Maschine mit PowerShell und PowerCL1 zu erstellen, wir haben dieses Tool zuvor installiert. Als nächstes müssen wir uns mit dem ESXi-Server verbinden, PowerShell öffnen und den folgenden Befehl eingeben. Anschließend müssen Sie diesen Befehl ausführen, um einen Snapshot zu erstellen. Hier müssen Sie den Rechnernamen, dann den Namen des Snapshots und eine Beschreibung angeben. Sie können andere PowerCL Chemlets zur Verwaltung von Snapshots verwenden, zum Beispiel GetSnapshots, RemoteSnapshots und so weiter. Beachten Sie, dass die Erstellung von Snapshots Zeit und Ressourcen in Anspruch nehmen kann. Denken Sie daran, Snapshots regelmäßig zu verwalten und die Ansammlung von Snapshots und mögliche Leitungsprobleme mit Ihrem Datenwarenhaus zu vermeiden. Eine weitere Möglichkeit, eine virtuelle Maschine zu sichern, ist ein Tool mit einem Anbieter namens GetWCB. GetWCB ist ein Skript für die Sicherung virtueller Maschinen in einer ESXi-Umgebung. Es bietet eine flexible Möglichkeit, virtuelle Maschinen zu sichern. Es ähnelt dem VMware-WCB Tool zur Durchführung von Backups. Der Arbeitsablauf von GetWCB umfasst die Erstellung eines Snapshots der virtuellen Maschinen, die Durchführung des Backups und das anschließende Löschen des Snapshots nach Abschluss des Backups. Eine bemerkenswerte Eigenschaft des Skripts ist die Fähigkeit, Backups durchzuführen, während die virtuelle Maschine online ist, ohne dass sie heruntergefahren werden muss. Als einfache Backup-Lösung für virtuelle Excel-Maschinen kann GetWCB jedes Mal nur ein vollständiges Backup erstellen. Wenn Sie also nur unterschiedliche Daten sichern oder mit anderen Worten inkrementelle oder offizielle Backups erstellen möchten, benötigen Sie andere Lösungen. Um diese Methode zu verwenden, laden Sie GetWCB von der offiziellen GitHub-Seite herunter. Wir benötigen den Quellcode tar.cs. Dann müssen Sie den SSH-Zugang auf dem ESXi-Host aktivieren und GetWCB auf den Server herunterladen. Um SSH zu aktivieren, klicken Sie in der Systemsteuerung Abschnitt Host auf die Schaltfläche Aktionen Dienste Enable Console Shell. Um das Skript auf den Server hochzuladen, gehen Sie in den Bereich Storage und klicken Sie auf die Schaltfläche Desktop Browser. In dem sich öffnenden Fenster wählen Sie den Speicher aus dem das Archiv hochgeladen werden soll und klicken auf die Schaltfläche Hochladen, geben dann den Pfad zum Archiv an und klicken auf Öffnen, woraufhin der Ablauf beginnt. Nach der Fertigstellung muss sie entpackt werden. Verbinden Sie sich dazu mit einem SSH-Client wie Party mit dem ESXi-Host. Geben Sie die IP-Adresse des Hosts und dann den Administrator-Login und das Passwort ein. Sobald Sie erfolgreich eingeloggt sind, navigieren Sie zu dem Datenspeicher, von dem Sie das Archiv heruntergeladen haben, indem Sie den Befehl cd und den Pfad eingeben. Führen Sie anschließend den folgenden Befehl aus, um die Datei zu entpacken. Hier sollten Sie den Namen des Archivs angeben.
Es gibt also einen Arbeitsordner mit dem Skript auf dem Server. Erstellen Sie einen speziellen Ordner, in dem die Backups unter virtuellen Maschinen gespeichert werden. Nennen wir ihn zum Beispiel Backup. Neben dem lokalen Speicher können Sie auch NFS-Speicher konfigurieren. Wenn Sie zum Beispiel einen anderen Server oder ein NAS haben, können Sie den NFS-Zugriff konfigurieren und eine Kopie auf diesem speichern. Später werde ich Ihnen zeigen, wie Sie den NFS-Zugang auf dem Synology NAS konfigurieren. Lassen Sie uns nun die Konfigurationsdatei getwcb.conf konfigurieren. Öffnen Sie dazu die Datei in einem Texteditor und navigieren Sie zu den Ordnern mit dem Skript. Und öffnen Sie die Konfigurationsdatei in einem Texteditor. Zum Bearbeiten drücken Sie die Taste I. Hier können Sie einige Einstellungen korrigieren oder alle Einstellungen löschen und nur die gewünschten Parameter eingeben. Geben Sie zunächst den Pfad zu dem Ordner an, in dem das Backup gespeichert werden soll. Sicherungsformat SynVolumen. Eine der wichtigsten Einstellungen ist der Zeitplan. Ich werde die tägliche Sicherung auf 14 Uhr festlegen. Sie können dies mit dem Cron-Parameter tun. Fügen wir die Variable Cron-Minute 0 hinzu. Hier können Sie eine Zahl zwischen 0 und 59 eingeben. Und die Variable cron_hour 14 von 0 bis 23. Nach der Ausführung des Skripts werden die virtuellen Maschinen jeden Tag zur angegebenen Zeit gesichert. Als nächstes begrenzen wir die Anzahl der gespeicherten Kopien, zum Beispiel auf 5, damit Sie nicht zu viel Speicherplatz benötigen. Fügen Sie hinzu. Das bedeutet, dass GWC maximal 5 Sicherungskopien speichert und bei der Erstellung einer neuen Sicherung die älteste Sicherung, die diese Anzahl überschreitet, gelöscht wird. Jetzt speichern wir die Änderungen, indem wir SC drücken und einen Doppelpunkt WQ schreiben. Danach können Sie das Backup starten. Um die Konfiguration zu überprüfen, führen Sie das Skript. Wenn Sie die Fehlermeldung erhalten, dass die Kopie nicht gespeichert werden kann und der Pfad zum Sicherungsordner nicht derjenige ist, den Sie in der Konfigurationsdatei angegeben haben, müssen Sie die Skriptdatei selbst ändern. Öffnen Sie in einem Texteditor. Hier ändern wir den Pfad zum Sicherungsordner, und zwar in Bearbeiten. Dann SC WQ, um die Änderungen zu speichern. Führen Sie das Skript noch einmal aus. Das Parameter A legt fest, dass alle virtuellen Maschinen auf dem Host gesichert werden sollen. Durch Angabe des Parameters F können Sie eine Liste der zu sichernden virtuellen Maschinen hinzufügen. Um eine Liste zu erstellen, öffnen Sie einen Texteditor und geben Sie einen Namen für die Liste der virtuellen Maschinen ein. Fügen Sie die Namen der Maschinen hinzu. Der Befehl, der die Liste der virtuellen Maschinen verwendet, hat sie folgende Form. Mit dem Parameter C können Sie ein Konfigurationsverzeichnis für virtuelle Maschinen hinzufügen. Das Backup virtueller Maschinen basiert auf bestimmten Konfigurationen, die sich in diesem Verzeichnis befinden. Der Parameter G gibt den Pfad zur globalen Konfigurationsdatei von GetWCB an. Mit dem Parameter I wird die Aufgabe in eine Protokolldatei geschrieben. Parameter D gibt die Debugging-Staff an. Führen wir zum Beispiel einen Befehl aus, der das Archiv nicht speichert, sondern einen Testlauf durchführt. Wie Sie sehen können, befinden sich die zuvor erstellte Sicherung der virtuellen Maschine in den angegebenen Ordnern. Sehen wir nun an, wie man einen NFS-Speicher am Beispiel von Synology NAS konfiguriert. Standardmäßig ist auf dem Synology NAS NFS deaktiviert, daher müssen Sie es zunächst aktivieren. Öffnen Sie die Systemsteuerung, Dateidienste,
Registerkarte, FS, NFS. Ganz unten markieren Sie das Kontrollkärtchen, Enable, NFS und NFS 4.1. Klicken Sie anschließend auf den Link Shared Folder und fügen Sie einen neuen gemeinsamen Ordner hinzu. Erstellen. Geben Sie einen Namen und eine Beschreibung an. Markieren Sie die Kärtchen, gemeinsamen Ordner von seinem Netzwerk, Standorten verbergen und Dateien von Benutzen ohne Berechtigung verbergen weiter. Fügen Sie unter Berechtigungen die Option Zugriff nun für Ihren Benutzer gewähren hinzu. Wählen Sie dann NFS Berechtigung hier, klicken Sie auf Erstellen. Geben Sie die IP-Adresse Ihres SC-Host ein und bestätigen Sie mit OK. Merken Sie sich den einhändigen Punkt, er ist hier unten ausgeführt. Okay, wir haben den Netzwerkordner für das Backup erstellt. Gehen wir nun zu den Host-Einstellungen über. Öffnen Sie das ESXi-Administrator-Panel, Speicher, neuer Speicher. Wählen Sie in dem sich öffnenden Fenster den Typ NFS Datenstore und klicken Sie auf Next. Geben Sie nun einen Namen ein. Geben Sie die IP-Adresse des Speichers an, in meinem Fall die Adresse des Originals, und geben Sie den Ordner an, den wir uns gemerkt haben. Wählen Sie NFS 4 und geben Sie Login und Passwort mit Schreibrechten an. Weiter und fertigstellen. Danach wird der neue Datenspeicher in diesem Fenster angezeigt und Sie können die Sicherung am neuen Speicherort konfigurieren. Dazu müssen Sie die Konfigurationsdatei und, falls erforderlich, die Skriptdatei ändern. Einen neuen Speicherort hinzufügen. Geben Sie die Adresse des NFS-Speichers an und geben Sie das Verzeichnis. Wenn Sie nach dem Ende der Konfigurationsdatei nichts geändert hat, müssen Sie diese Einstellungen in die Skriptdatei aufnehmen. Um Daten aus einer Sicherung wiederherzustellen, müssen Sie nun die Daten aus der Sicherung in den richtigen Ordner der virtuellen Maschine kopieren. Ordner registrieren Sie eine neue virtuelle Maschine auf dem Backup. Virtuelle Maschine Create Register VM, Register an Exist virtuelle Maschine und den Pfad zum Ordner angeben. Der Ordner sollte vorher an einen anderen Ort kopiert werden, da er sonst bei der Erstellung neuer Backups überschrieben werden kann. Falls Sie Probleme mit der Wiederherstellung aus einem Backup haben, das Backup beschädigt ist oder fehlt, kann Ihnen die Software Hetman Recovery helfen, versehentlich gelöschte Dateien der virtuellen Maschine von ESXi selber wiederherzustellen. Hetman Recovery hilft Ihnen bei der Wiederherstellung von Daten aus einem zerstörten RAID Arrays im Falle einer versehentlichen Löschung von Dateien virtuellen Maschinen oder einer Diskformatierung. Es wird automatisch ein zerstörtes Array auf Disk wieder zusammensetzen und seinen Inhalt anzeigen. Zur Wiederherstellung führen Sie die Analyse aus und warten, bis der Prozess abgeschlossen ist. Navigieren Sie dann zu dem Ordner, in dem sich die verlorenen Dateien befanden, und stellen Sie sie wieder her. Weitere Details zur Wiederherstellung virtueller Maschinen aus VMware XI finden Sie in unserem anderen Video, die ich in der Beschreibung verlinken werde. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Einrichtung von Backups, virtuellen Maschinen und der ESXi-Systemkonfiguration ein wichtiger Aspekt ist, um die Sicherheit und Zuverlässigkeit Ihrer virtuellen Infrastruktur zu gewährleisten. Wir haben verschiedene Backup-Methoden behandelt, einschließlich der Verwendung von PowerCLI und dem Skript GWC eines Drittanbieters. Das Verständnis des Backup-Prozesses ist wichtig, um sicherzustellen, dass Sie im Falle eines Ausfalls oder Datenverlust schnell wiederhergestellt werden können.
Und das war's. Ich hoffe, dieses Video war nützlich für Sie und hat Ihnen geholfen, Ihre verlorene Daten wiederherzustellen. Denken Sie daran, dieses Video zu liken. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal Hetman Software zu abonnieren. Stellen Sie Ihre Fragen in den Kommentaren unter dem Video. Wir sehen uns dann in den nächsten Videos. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.